شكواه ودموع الذنب تبلغه والجمد يعاود لأواه أواه آه أواه والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلغه. نعم bezüglich der Dawa. Manche Personen behaupten, dass zu der Dawa Provokation gehört. Also Provokation der Menschen, und sie erwähnen Sachen wie, dass die Sahaba auch die Kuffar. Es gibt manche, die behaupten, Provokation gehört zu Dawa. Es gibt Unterschied zwischen bestimmten Handlungen, die provokativ wären ab und zu, und zwischen einer Dawa, die auf Provokation basiert. Die Sahaba haben das immer gemacht, dass zum Beispiel einer von ihnen ging zu Kaaba und der hat Koran gelesen. Haben die Sahaba immer, oder der Prophet hat immer gesagt, ich bin zu euch mit Schlachten gekommen. Deshalb, subhanallah, weißt du, manche Leute können nicht unterscheiden. Jetzt Beispiel. Und dieses Beispiel habe ich euch ein paar Mal erklärt, aber damit dieses Beispiel immer bleibt, wiederholt man dieses Beispiel. Ein Mann verkehrt mit seiner Frau während Ramadan, während Fastenzeit. Während Fastenzeit, nicht in der Nacht. In der Nacht ist erlaubt, aber in Fastenzeit. Und dann kommt er und er kauft sich Datteln für 60 Armen und er sagt, ich bin selber arm. Dann nehme ich alles für mich. Eine Menge ist das. Da sagt man ihm, was tust du da? Der sagt, ja, ich mache die Sunna. Sagen, wie machst du die Sunna? Der sagt, ja. Ein Mann kam zum Propheten. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, halaktu ya Rasulallah. Das bedeutet, ich bin verdorben oder ich bin vernichtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, was hast du getan? Er sagte, ich habe Geschlechtsverkehr mit meiner Frau während Fastentag von Ramadan begangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, kannst du einem Armen, kannst du einen Sklaven befreien? Er sagte, nein. Okay, kannst du 2 Monate fasten? Er sagte, nein. Kannst du 60 Armen speisen? Er sagte, nein. Der Prophet hat ihm Datteln gegeben. Er hat gesagt, speise 60 Armen von dem. Der sagt, es gibt keine ärmeren Leute in Medina als meine Person. Der Prophet sagte, nimm du. Jetzt diese Person sagt, ja, ich habe Geschlechtsverkehr mit meiner Frau. Es gibt nicht Ärmeren, dann nehme ich selber. Hat er Beweis? Ja, was hat er mit dem Beweis gemacht? Die Hälfte ausgelassen. Ah. Die haben den Shaitan gefragt, was kennst du vom Koran? Der sagt, la taqrabu salah. Kommt das Gebet nicht da? Steht das im Koran? Ey, Allah steht. Aber während ihr betrunken seid, hat er weggelassen. Und das ist genau, was manche Leute hier machen. Okay, einige von Sahaba haben solche Aktionen gemacht, indem sie den Islam zeigen wollten. Aber war ihre Absicht, dass sie Provokationen machen? War die Basis der Dauer Provokation? Nein, die Basis der Dauer war Aufklärung, war Wissen vermitteln, war diskutieren mit der besten Art mit den Leuten. Nach dem Zustand und nach der Situation. Ja, ich gehe jetzt nach China und ich stehe auf und ich nehme eine Flagge, La ilaha illallah, und schreie ich, La ilaha illallah, und lese Koran. Was machst du? Ich mache Dawa. Hat Ibn Mas'ud das nicht gemacht? Mit wem haben wir jetzt zu tun? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Kindergarten AG.
War es nicht sogar in manchen Situationen, dass also als sie in Mekka waren, dass der Prophet ihnen das sogar nicht erlaubt hat, dass sie das machen? Natürlich, es gab manche, die wollten was machen, der hat gesagt nein. Weil die Situation anders ist. Ich meine, subhanallah, ich meine, was bringt uns jetzt angenommen, ja? Jetzt wissen wir, die NPD machen, marschieren hier vor der Moschee. Dann gehen wir auf und machen wir auch einen Marsch. Was bringt uns das? Oder nach einer Woche, wo ist zentrale NPD? Dann gehen wir, machen wir Marsch vor ihrer Zentrale. Meine, ey, diese Aktion und Reaktion, das ist Quatsch in Dauer. Du sollst immer handeln, was das Beste ist. Und wir, einige haben provoziert und jetzt gibt es die Rechnung. Da sollte man verantwortungsvoll sein für die Muslime. Schaut mal jetzt mit diesen Sachen in Köln oder in Hamburg oder ich weiß nicht was. Die sind Araber, die sind Muslime und jetzt kommt andere Kultur und die haben keinen Respekt vor Frauen und da kommt die Debatte nochmal. Kopftuch und Ehrenmord und ich weiß nicht was und so weiter. Und Allah, wir ehren die Frau mehr als sie eine Milliarde Mal. Aber mit wem willst du reden? Du redest wie mit einer Wand. Möge Allah uns bewahren.